Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Vince McMahon verliert 140 Millionen Dollar. Außerdem der Plan, wie man jetzt Roman Reigns bei den Fans beliebt machen möchte. Und Brock Lesnar soll nicht beim SummerSlam sein. In der letzten Ausgabe habe ich ja schon über die Young Bucks gesprochen und dass deren Ring of Honor Vertrag gegen Ende des Jahres abläuft. Das Ganze gilt auch für Cody und hier besteht natürlich die Möglichkeit, dass die WWE den drei Leuten ein Angebot geben könnte. Aber alle drei meinten schon in verschiedenen Interviews, dass sie eigentlich kein Interesse haben, zur WWE zu wechseln. Gerade für Cody ist es ja ziemlich interessant, denn der war ja nun mal groß bei der WWE. Ist ja dann rausgegangen, um in den Indies Fuß zu fassen. Das hat er jetzt eigentlich gemacht. Aber die drei meinen, dass sie so viel Spaß in den Indies haben, dass WWE eigentlich keine Möglichkeit hätte. Dennoch hat die WWE sehr viel Geld, um sie vielleicht doch zu überzeugen. Mal sehen, Ende des Jahres. Unser United States Champion Jeff Hardy plagt sich momentan noch mit einigen Verletzungen rum. Ich hatte ja auch schon darüber gesprochen, dass er einen eingeklemmten Nerv hatte und jetzt wohl auch mit seinem Bein ein Problem hat und da halt einfach nicht wirklich fit ist. Momentan wird er in Live-Events immer in Fatal 4-Way-Matches gesteckt, damit er nicht komplett das ganze Match immer durchziehen muss, sondern halt auch die anderen mal arbeiten können. Außerdem führt er in den Live-Events jetzt seine Swanton-Bomb zurzeit nicht aus, obwohl er die Matches trotzdem gewinnt. Mal schauen, wie das da jetzt weitergeht. Gerade mit Jeff Hardy, der ja nun mal noch den Titel hat, muss man halt sehen, ob man das jetzt neben den laufenden Matches, neben den laufenden Shows schafft, ihn regenerieren zu lassen oder ob es denn wirklich irgendwann eine Pause wird. Auch Interessantes gibt es zum Deal von Dolph Ziggler, denn eigentlich hieß es ja im letzten Jahr mal, wo ja sein Vertrag auch schon mal auslief, dass er einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Das, so meinte er selbst, ist aber nicht richtig und so lief sein Vertrag nur ein Jahr und dieser läuft jetzt demnächst wieder aus. Das heißt, Dolph Ziggler kann jetzt demnächst die WWE verlassen. Zum aktuellen Zeitpunkt hat er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Einige gehen jetzt auch davon aus, dass er nur deshalb Intercontinental Champion geworden ist, um ihn noch ein bisschen mehr an die Company zu binden, sodass er dann auch bei der WWE einen neuen Vertrag unterschreibt. Einige von euch haben sich vielleicht gefragt, warum die Cruiserweights zurzeit nicht mehr bei Raw auftreten. Das hat Triple H entschieden, nachdem er 205 Live als Show übernommen hat. Ich gucke seitdem auch 205 Live und kann es euch echt nur empfehlen. Es ist eine super, super gute Show. Und Triple H meinte halt, dass man erstens die Leute nicht übersättigen möchte mit den Cruiserweights und zweitens möchte man die aufgebauten Storylines und Charaktere, die man bei 205 Live macht, nicht bei Raw wieder kaputt machen. Denn es ist nun mal ein bisschen komisch, wenn du einen extrem pushst bei 205 Live und bei Raw verliert er andauernd, dann ist es halt schon ein bisschen schwierig, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Deshalb hat Triple H entschieden, keine Cruiserweights mehr bei Raw, sondern nur noch bei 205 Live. Dann haben wir wieder mal einen verstorbenen Wrestler zu beklagen, und zwar Matt Capotelli. Der war einer der Sieger von Tough Enough. Er hat sich jahrelang mit Krebs rumgeschlagen und ist jetzt leider verstorben. Dann aber zu den Superstars von morgen und zwar zu dem aktuellsten Tryout im Performance Center. Hier gab es nämlich einige Namen, die man schon mal hier und dort gehört hat. Zum Beispiel waren die beiden Söhne von Devon Dudley am Start. Außerdem auch Robbie E., der ja aus TNA Impact bekannt ist. Und Chelsea Green, die Freundin von Zack Ryder, die auch aus Impact bekannt ist. Jetzt weiß man natürlich nicht, wer da denn letztendlich Verträge bekommt. Für Chelsea Green sieht es doch recht gut aus, da ja schon mal im Gespräch war, dass man hier Interesse hat, von Seiten der WWE sie unter Vertrag zu nehmen. Vielleicht baut man sie auch mit in das Mae Young Classic Turnier ein, was ja dieses Jahr auch wieder stattfinden soll. Mal schauen. Dave Meltzer hat vor kurzem nochmal den Fox und SmackDown Deal angesprochen und kam dazu zu einer sehr interessanten Erkenntnis, die möglicherweise sehr viel Änderungen mit sich führen kann. Und zwar ist ja hier der Deal von Fox Sports und nicht von Fox Entertainment. Das heißt, man versucht hier möglicherweise SmackDown bzw. WWE bzw. Wrestling
wirklich als richtigen Sport mit in das Programm aufzunehmen und nicht als Entertainment-Show. Was das genau für Auswirkungen haben kann, kann man momentan nur mutmaßen. Vielleicht wird mehr Aufmerksamkeit auf das Wrestling gelegt und weniger auf Storylines. Oder es gibt generell einfach mehr Matches und weniger Segmente. Keine Ahnung, könnte interessant werden. Es könnte aber auch sein, dass sich nichts verändert. Trotzdem erstmal an sich relativ interessant. Dann noch ein Update zur Verletzung von Shinsuke Nakamura, der ja, wie schon berichtet, von einem Hund gebissen wurde. Er fällt wohl, wie es jetzt aussieht, nur um die 2 Wochen aus. Das heißt, es ist keine allzu schwere Verletzung. Das hieß ja zwischendurch auch schon mal. Aber ja, Shinsuke war auch zuletzt bei der Japan-Tour mit dabei, allerdings auf Krücken. Und ja, er wird nicht allzu lange ausfallen. Er muss nicht operiert werden oder sonst was. Das ist dann noch relativ glimpflich vonstatten gegangen. Und dann kommen wir nochmal zu ein paar Geldspielereien. Und zwar unser guter Chef Vince McMahon. Der hat ja im letzten Dezember einige seiner Anteile von der WWE verkauft, um Geld zu haben, was er denn in die XFL, also seine eigene Football-Liga, stecken kann. Da aber nach den neuesten Nachrichten, wie zum Beispiel mit dem Deal mit Fox, die Aktie der WWE extrem in den Himmel geschossen ist, hat Vince McMahon da einiges an Geld verloren. Denn hätte er zum Beispiel bis jetzt damit gewartet, diese Anteile von ihm zu verkaufen, er hat übrigens nicht alle Anteile verkauft, sondern nur ein paar kleinere Anteile, und trotzdem, hätte er damit einfach bis heute gewartet, hätte er 140 Millionen Dollar mehr dafür bekommen als noch im Dezember. Das heißt, einfach nur aufgrund äußerer Umstände hat sich das einfach so krass bemerkbar hier gemacht. Da sieht man mal, wie spekulativ diese ganzen Börsengeschichten sind. Aber so kann es gehen. Ja gut, es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Ich meine, er hat ja trotzdem ordentlich Gewinn mit dem Verkauf gemacht und hat ja dann auch Geld für seine Football-Liga über. Aber trotzdem, was wäre da möglich gewesen? Naja, alles halt Spekulation, Freunde. Also wenn ihr sowas macht, dann nur mit Spielgeld, nicht mit eurer Rente oder sowas. Ja. So, und dann zu einer etwas besorgniserregenden Nachricht, was Brock Lesnar angeht. Wir wissen ja schon, Brock Lesnar ist zwar Universal Champion, aber so gut wie gar nicht zu sehen. Das übrigens wurde auch gefragt, woran das eigentlich liegt, warum Brock Lesnar seinen Titel so wenig verteidigt. Und das ist die Entscheidung von Vince McMahon. Jetzt könnt ihr natürlich wieder sagen, dieser böse Mensch, wie kann der nur, das ist ja voll blöd. Aber der denkt natürlich ans Portemonnaie, denn Brock Lesnar kostet einen Haufen Geld. Wenn man ihn neben seiner vertraglichen Termine nochmal dazu holen will, muss man sehr viel Geld dafür bezahlen. Und deswegen hat Vince das so eingetaktet, dass er nun mal nicht so häufig den Titel verteidigt. Jetzt geht es aber weiter, denn eigentlich war ja der Plan, dass Brock Lesnar beim SummerSlam den Titel verteidigen soll. Aber das sieht nach neuesten Informationen nicht sehr gut aus. Denn Brock Lesnars Status für den SummerSlam ist aktuell fraglich. Man weiß also nicht, ob Brock Lesnar überhaupt an diesem Tag verfügbar ist und ob er denn an dem Tag halt auch ein Match haben kann. Klar ist immer noch der alte Plan. Wir versuchen aktuell immer noch, Roman Reigns zu diesem Titel zu bringen. Und aktuell ist auch der Plan mit Reigns und Lesnar immer noch, dass Reigns der Böse ist, der sich einen Scheiß um die Fans und ums Wrestling kümmert und eigentlich lieber zu UFC gehen würde und von ihm aus auch mit dem Titel. Und Reigns soll wohl jetzt in die Position gebracht werden, dass alle Leute ihm sagen, du hast es schon so oft verkackt, du schaffst es nicht, hör auf da mal weiterzumachen, aber weil er an sich glaubt. Deswegen schafft er es denn doch irgendwie, sich in das Titelrennen zu setzen, und die Fans sollen dann natürlich damit auf seine Seite gezogen werden. Und wenn er denn endlich entgegen aller Erwartungen den Titel bekommt, dann sollen die Fans letztendlich auf seiner Seite stehen. Spoiler-Alarm, es wird nicht funktionieren, aber das ist momentan die Idee. Jetzt gibt es aber noch was Interessantes zu Brock Lesnar und seinem UFC-Status. Denn eigentlich gab es ja mal die Überlegung dahin, dass, wenn er denn wieder zurück zur UFC kommt, sofort ein UFC-Titelmatch bekommt, bei dem letzten Pay-Per-View des Jahres, also bei der UFC-Veranstaltung am 29. Dezember.
Aber hierbei soll er denn gegen den Sieger zwischen dem Kampf, was am 7. Juli stattfinden wird, also Cormier gegen Miocic, einer der beiden wird dann halt gegen Brock Lesnar bei dem letzten UFC-Event kämpfen sollen. Soweit auch der Plan. Allerdings ist ja Brock Lesnar immer noch wegen seinem letzten Doping-Skandal aus dieser US-Doping-Agentur rausgeflogen. Und da muss er vorher rein. Und mit vorher meine ich, er muss ein halbes Jahr dort drin gewesen sein und dann darf er erst bei der UFC wieder antreten. Soweit, so gut. Denn wir haben ja das Datum der 29. Dezember festgesetzt. Und das heißt, er muss am 29. Juni, der ja jetzt schon war, in diesem Ding eingetragen sein. Das ist er aber nicht gewesen. Das heißt, für dieses Event, wie der Plan eigentlich mal war, geht es jetzt nicht mehr. Brock Lesnar kann also nicht bei diesem UFC-Event dabei sein, kann generell 2018 nicht mehr bei UFC dabei sein. Und damit ist es natürlich umso fraglicher, warum er denn jetzt nicht beim SummerSlam auftreten kann. Weil dann heißt es ja, dann könnte er ja sogar noch mehr bei der WWE bleiben, wenn es bei der UFC jetzt eh nicht weitergeht. Außer natürlich, und jetzt wird mal ein bisschen spekuliert, Brock Lesnar hat sich unter einem anderen Namen dort eintragen lassen oder hat das irgendwie geplant, dass das eine Überraschung wird und dass man das nicht so öffentlich propagiert, dass er jetzt dort wieder eingetragen ist. Das kann auch sein. Ich weiß aber nicht, ob die das mit sich machen lassen, aber Möglichkeiten bestehen. Und somit ist eigentlich, egal in welcher Company, der Status von Brock Lesnar ein riesen Fragezeichen. Ja, Freunde, was ist erstmal mit den WWE News für heute? Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, ein Abo hier auf YouTube rauszuhauen und die Glocke zu aktivieren und so weiter. Vielen Dank nochmal an alle Leute, die bei meinem 12-Stunden-Stream dabei waren. Der Intercontinental-Titel ist also verlost worden und viele weitere schöne Sachen. Ansonsten wird es ab dieser Woche auch wieder Figuren-Review-Videos geben. Also checkt die dann gerne auch noch aus. Und heute Abend gibt es in den Livestreams wieder The Evil Within 2. Ich versuche das Ding heute Abend durchzuspielen. Das heißt, großes Finale. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt schaffen werde. Ansonsten gibt es ab Donnerstag und Sonntag dann The Crew 2. Das wird, glaube ich, auch ziemlich lustig. Deswegen schaltet da gerne ein. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht nicht mehr so doll, rein bis zum nächsten Mal und ciao.